Ich bin Felicitas Vlodiga und ich leite das Gastrocard-Programm an der Freien Universität Berlin. Was man nicht so oft hat in unserem Programm, ist es aber so, dass die Dozenten und die Dozentinnen, die also Kurse anbieten, auch mit unseren Gasthörenden auf Exkursion gehen können. Mein Name ist Karin Kranhold, ich bin Kunsthistorikerin und schon seit 2004 als Dozentin im Gasthörercard-Programm dabei und mit Begeisterung. Die Exkursionen innerhalb des Gasthörerprogramms bieten meiner Meinung nach eine besondere Chance, in ein Kunsterlebnis vor Ort einzusteigen. Potsdam ist zwar eigentlich räumlich gar nicht weit weg von Berlin, aber ich glaube, wenn man hier mehrere Stunden am Stück durchgehen kann, um Sachen zu entdecken, auch mit neuem Blick zu entdecken, das ist tatsächlich dann auch eben ganz viele bereichernde Erkenntnisse ermöglicht und letztlich auch ein kleiner Urlaub ist. In diesem Teil, der auch erst später zum Parc Sanssouci dazukommt, nämlich den Park Charlottenhof, der von Friedrich Wilhelm IV. Angelegt wird. Dieses Areal nutzt er, um seine eigene Italien-Sehnsucht auszuleben. Und wir müssen uns ja auch klar machen, wir sind so in der Romantik. Goethe lebt zu dem Zeitpunkt noch. Und seine Italienreise, goethische Italienreise, war ja auch immer so ein Vorbild für alle ein bisschen gebildeten Menschen, eben auch nach Italien zu reisen oder Italien sich in den Norden zu holen. Kunst ist was Wunderbares. Kunst ist großartig. Also ich heiße Olga Baruck und ich bin beim Gastrocard-Programm seit 2 Jahren und ich kümmere mich um die Koordination der Kurse und Exkursionen. Ich bin heute zum ersten Mal bei einer Exkursion mit dabei und ich freue mich sehr. Man nimmt die andere Perspektive ein und man versteht eigentlich, wofür man da arbeitet. Und das ist, glaube ich, so das, wenn man länger miteinander zusammen ist, so einen ganzen Tag, ergibt sich sozusagen eine ganz andere Dynamik. Ja. Jetzt kommt gerade passend die Sonne ein bisschen raus. Und wenn wir jetzt hier stehen und hier rüber gucken auf die römischen Bäder, dann können wir uns eigentlich auch direkt in Italien fühlen. So, dann gehen wir mal rüber. Dann gehen wir mal rein. Ja. Ich heiße Ina Olof, bin Innenarchitektin von Beruf. Ich habe schon lange davon geträumt, Kunstgeschichte zu studieren. Es war mir aber sehr wichtig, dass ich parallel arbeiten kann. Und dann habe ich noch eine solche Gelegenheit gesucht und sie an der Freien Universität Berlin gefunden. Ich wohne in Löhne, Kreis Herford. Das ist natürlich weit weg von hier, aber solche Exkursionen bedeutet für mich sehr viel. Ich lerne davon und ich finde für eine Innenarchitektin, das ist sehr, sehr wichtig, immer weiter zu lernen und unterschiedliche Orte zu besuchen, viel reisen, viel sehen. Hier wird jetzt die Illusion des gewachsenen italienischen Landhauses vor Augen geführt, im Kleinen noch ausgestattet mit Fundstücken, die teilweise eben auch direkt aus Italien mitgebracht wurden. Wir sehen da so 2 Säulenschäfte, ein Kapitell auf der linken Seite. Mein Name ist Ralf Ullmann. Ich bin seit 2013 im Gasthörerprogramm der Freien Universität Berlin. Ich hatte davon gehört und habe dann mal geschnuppert und bin gleich dabei geblieben. Ich habe mich entschlossen, viele Kurse zu nehmen, die besonders in den Abendstunden liegen. Einige Exkursionen sind an Wochenendtagen. Das sind dann natürlich für mich bevorzugte Kurse. Ich habe dann in einigen Jahren durch den übergroßen Appetit nach noch mehr Wissen auch einen Teil meines Urlaubs dafür genommen. Aber gebadet wurde hier nicht. Gebadet wurde tatsächlich nicht. Ja, aber das wird man oft gefragt. Ja, also römische Bäder, hat man dann hier auch gebadet? So, wäre hier nachvollziehbar, da vorne wohnt man und hier badet genau. man. Das ist eine reine Schauarchitektur. Ich gehe unheimlich gerne in Museen. Allerdings ist es natürlich schön, bei schönem Wetter
und auch an der frischen Luft zu sein und eben auch andere Orte kennenzulernen. Wenn man in einer Galerie ist oder in einem Museum, dann ist es ja ein Raum, in dem man, also dem es gewisse Regeln gibt. Also man muss sich sehr eingeschränkt bewegen und man muss grundsätzlich leise sein oder ja, man fühlt sich manchmal nicht so frei oder mir geht es oft so. Aber hier im Freien ist es anders. Hier gibt es diese Grenzen im Grunde nicht und das macht es auch besonders. Man erlebt natürlich auch das ursprünglich gedachte Zusammenspiel, die Gartenanlage, wie die zusammenspielt mit der Architektur, wie die Skulptur von Anfang an mitgedacht wird für die Ausstattung und wie das zusammen erst im Grunde das vollständige Bild ergibt. Worüber ich heute oft nachdenken musste bei der Exkursion, ist die Verbindung zwischen heute und der Zeit, aus der die Kunstwerke stammen. Und das ist auch nochmal wahnsinnig spannend, dass das ja aufrechterhalten ist und dass es heute Objekte sind, über die man staunen kann. Jetzt unternehmen wir eine kleine Zeitreise zurück von Friedrich Wilhelm IV. Hin zu dem von ihm verehrten Friedrich II., Friedrich den Großen. Zu dessen Parkgestaltung gehört das chinesische Haus, was hier in einer ziemlichen Farb- und Goldpracht ja vor uns steht. Als wir bei dem chinesischen Häuschen waren, da haben wir gesprochen, dass es eben eine europäische Konstruktion war, eines fernen Landes, das man nie gesehen hat. Man spielte natürlich halt eben auch mit dieser fernöstlichen Welt. Aber Friedrich der Große hat ja nie China gesehen. Genau. Das nochmal gesagt zu bekommen, erklärt zu bekommen, das bereichert das Erleben immens natürlich. Insofern ist eine Tagesexkursion nach Potsdam ein schönes Beispiel dafür, wie man gleich mehrere Orte bereisen kann hintereinander im Laufe eines Tages, um viele neue Eindrücke aus unterschiedlichen Zusammenhängen erleben zu können. Wow! Super, toll! Das war sehr gut. Dass man in den römischen Bädern nicht gebadet hat. Das hat mich sehr überrascht heute.